Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 hier auf der nordfriesischen Marsch Vierfachmap in der Version 1.5 ohne Gräben. Wir ernten die Felder 16 und 18. Danach müssen wir noch Feld 14 und das ehemalige Grasfeld 7, da sind Rüben drauf. Und dann habe ich noch drei große Felder mit Mais. Müssen wir dann auch nochmal irgendwann abernten, aber nicht heute. Und wahrscheinlich auch nicht morgen. Wobei, morgen ist Karfreitag. Morgen gibt es zwei Folgen. Vielleicht schaffen wir es dann ja doch morgen. Aber wir müssen uns auch erst noch Häcksler kaufen. Ich muss noch ein schönes Schiebeschild haben. Und ich muss hier noch was machen, da noch was machen. Da ist noch einiges offen, was da zu tun ist. Also, ne? So schnell geht es dann nicht. Ja, aber wir gucken erstmal. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Was haben wir denn hier eingestellt als Ladegut? Ne, Holzpaletten wollen wir nicht. Paletten. Zack. Dazu hätte ich mir noch gar nicht starten brauchen. Ja, ist doch schön, wenn hier noch weiter gearbeitet wird. Da hinten steht schon eine ganze Ladung Paletten. Weil Paletten können wir immer gebrauchen. Hier stehen Paletten. Da wird auch noch gearbeitet. Vielleicht auch nicht. Naja, sehen wir. Steckt wieder hier irgendjemand im Verkehr fest. Ja. Acker. Oh, 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 bam. Aber auch nett geschrieben, ne? Wegen steckt im Verkehr fest und so. Ach, Leute. So, fahr du mal. Steckt jetzt der Klaas schon wieder im Verkehr? Leute, ihr geht mir auf die Kekse. So. Dann fahren wir ab. Mal gucken, wer zuerst da ist. Das will ich mir noch mal anschauen hier. Ist natürlich zuerst da. Das ist wahrscheinlich schon am Hof. Trotzdem ist es interessant zu sehen, ob das denn so klappt. Jetzt entlädt der andere gerade. Der mit der Gerste.
da kommt er. Oh, knapp, aber gut. Funktioniert. Jetzt springe ich gleich raus. Wenn wir am Hof sind, wir fangen schon mal mit dem Stroh einfahren an. Hier zumindest ein bisschen was machen. Müsste ja hier noch irgendwie ein Deutz oder so stehen haben. Dann schnapp ich mir mal einen von den Ladewagen. Man kann das ja alles ein bisschen kombinieren. Hier steht hier was rum, hier steht eine Palette Zucker rum, da hinten steht eine Palette Bierfässer rum. Unglaublich. So. Feld 20. Erstmal Feld 20 dreschen. Dann Feld 20 Silo. Ganzes Feldarbeit. Ich meine, dass das hier unten irgendwo anfing. Nö. Doch. Am Fahrer einstellen am ersten Wegpunkt. Oh, das sieht ja lustig aus. Gut, okay, das ist klar, aber da kann ich mitnehmen. Wir haben eh sehr viel Stroh, also daher. Alles gut. Tiere muss ich füttern, unbedingt. Ich will das jetzt einmal begleiten. Ja, hier wird er jetzt wenig von mitkriegen. Das ist ganz klar. Da kann ich auch Ballen machen, aber so kann ich das dann auch schnell zum, ja, was heißt schnell, also mit so einem LKW mit Ballen habe ich natürlich viel mehr Kapazität, aber also kann ich es zum Komposter bringen oder wo auch immer hin, wo ich es gerade brauche, zur Mischfutterfabrik, wie auch immer. Ich lagere das alles jetzt erstmal im Hofsilo ein und dann gucken wir mal,
diesem Feld ist ja sowieso nicht so viel. Und aus diesem Feld möchte ich dann ja nachher, weiß nicht, ob ich das ganze Feld damit zukleister oder nur einen Teil. Aber ja, eigentlich kann ich hier einen kompletten Kiesplatz von machen. So, er ist voll. Und jetzt sollte er zum Hofsilo fahren. Das dort abkippen. Ah, gut. Ja. Hoffentlich steht da der MB-Truck nicht im Weg. Den ich da so glorreich geparkt habe. Da muss auch noch, fällt mir gerade ein. So, der MB-Truck steht auf jeden Fall schon mal nicht im Weg. Das ist doch schon mal schön. Warum der andere nicht erst mit Hopfen beladen wird, weiß ich nicht. Aber ist im Prinzip auch erstmal egal. Wichtig ist, dass er mir hier nicht in die Quere kommt. Das andere ist Schnullibulli. Geht doch. Geht doch, geht doch. Und jetzt zurück zum Feld und da machen wir dann weiter. Das gucken wir uns an, wie der anfängt. Bin ja vom Cosplay. Manchmal bin ich ja echt fasziniert, ne? Finde ich schon cool, was die Jungs da so programmieren. Also das ist schon ein ganz großes Kino, muss man schon sagen. Ja. Großen Dank auch an Experience, der ihm das immer so gut verklickert, wie das funktioniert. Der echt astreine Tutorials macht, was das Thema Cosplay angeht. Also ohne den wäre ich, glaube ich, komplett aufgeschmissen hier. So, und schon geht's weiter da, wo er aufgehört hat. Wie genial. Wie genial. Ich mache das zwar auch schon ewig, aber ich bin echt immer wieder begeistert. Wie das denn hier tatsächlich alles so läuft. Das ist toll. Das ist ganz toll, was wir hier machen. Ich bin da ganz von begeistert. Oh. Warum bringt man seine Begeisterung zum Ausdruck? Geht's nicht mehr, oder? Ja, doch.
nicht so schön, aber hey. Besser halt selber machen. Ja, gut. Hey, Leute. Das hier läuft. Ja. Läuft auch scheinbar. Alles gut. Der steht noch auf Autoload. Das heißt, wenn da die Paletten kommen, produziert wird auch noch. Alles gut. Dann, ja. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like oder einen Kommentar. Abonniert mich. Würde mich freuen. Und, ja, wenn ihr morgen wieder einschaltet, freut mich das natürlich noch viel, viel mehr. In diesem Sinne, sage ich ciao.